Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, da heute Abend am Dienstag, der 7. glaube ich, um 20.47 Uhr niemand im Teamspeak ist und auch meine Second Life Partnerin zum Tanzen ist, habe ich nichts zu tun und habe Langeweile. Da habe ich mir gedacht, okay, da fahre ich nochmal eine Tour. Wenn ich jetzt gerade, ich habe es gerade gesehen, ich habe ja schon eine Fracht angenommen. Und mein Gott, wir müssen gar nicht so weit. Den Auflieger, den wir hier gerade woanders abgestellt haben, den haben sie jetzt umgefahren. Den fahren wir jetzt gleich in die nächste Ecke. Wo ist er denn? Da hinten, da steht er. Da gucken wir mal, ob wir hier drum herum kommen, aber ich glaube schon, das passt. Weiß wirklich nicht, warum Valentinsgeschenke alle hier vom Holzhandel kommen. Naja, egal. Vielleicht verschenken wir Zahnstocher oder so. Gut. Ja, wunderbar. Dann lass uns mal los. Ne? 316 Kilometer. Ich glaube, wir haben einen Seeweg dazwischen. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg Richtung Dänemark, wenn ich das richtig schaue. Das ist die dritte Valentinstour. Ja. Ich habe mir ein Pilzchen aus dem Kühlschrank geholt und habe mir gedacht, okay. Jetzt fährst du diese Runde. Alkohol am Steuer, unglaublich. Ja, was willst du sonst machen? Da muss ich ein bisschen ablenken. Auch wieder Hiobs-Botschaften bekommen heute. Die kann ich euch kurz erklären. Ich meine, jeder von euch hat bestimmt eine Tante und einen Onkel, die man mal mehr und mal weniger oft sieht. So, es ist natürlich so, damals, als ich klein war und mit meinen Eltern in einem Haus wohnte, da lebten meine Großeltern quasi im ersten Stock, wir unten. Und demnach war natürlich auch von meiner Mutter die Schwester dann da und überhaupt und nicht meine Tante. So, die hat irgendwann mal geheiratet auf dem Land. War man natürlich nicht sehr weit auseinander. Das heißt, man hat sich eigentlich ständig irgendwie gesehen. Und von daher ist das natürlich ein ganz anderer Kontakt, als wenn Onkel und Tante irgendwie als wenn die jetzt irgendwie 600 Kilometer entfernt wurden oder so. Ja, jetzt ist es so gewesen, dass mein Onkel, der arbeitet im Tiefbau, dass er dort wohl, ja, wie soll man sagen, er ist gefallen. Das passiert ja schon mal. Richtig schön in den Matsch rein. Haben sich dann, keine Ahnung, ob sich seine Arbeitskollegen drüber lustig gemacht haben oder wie auch immer. Naja, man kennt das ja, ne? Da wären wir wieder beim Thema Mobbing und so weiter. Egal. Jedenfalls, da kann man sich auch noch drüber totlachen vielleicht. Hat er dann ja seine Buchse ausgezogen, ist dann in Unterhose und barfuß quasi nach Hause gefahren. Schuhe hat er im Graben stehen lassen. Soweit dazu. Nächster Tag war er in dem Sinne nicht mal in der Lage, seine Hose richtig rum anzuziehen. Das hat er erst beim vierten Versuch wohl geklappt. Reißverschluss nach hinten und so. Schuhe waren natürlich nicht auffindbar, logischerweise. Ja, jedenfalls ging es dann zum Arzt und dieser Held hat ihn dann erstmal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt geschickt, weil es könnte ja am Gleichgewichtssinn liegen. Muss man sich überhaupt mal reinziehen. Also meine erste Idee, als meine Mutter mir das erzählt hat, das kommt aus dem Kopf und gehört zum Neurologen. Ja, da ist er denn auch nach einer gewissen Zeit, ich weiß gar nicht, ob das dann vom Hausarzt kam, wie auch immer, egal, er war dann beim Neurologen. Der hat ihn dann quasi direkt ins Krankenhaus gestopft, weil man halt festgestellt hat, ich sag jetzt wirklich mal ganz salopp im Oberstübchen, stimmt was nicht. Ja, und da hat man jetzt zumal er konnte seinen Arm auch nicht mehr richtig bewegen und so weiter, da hat man jetzt einen Hirntumor, einen schnell wachsenden Hirntumor festgestellt. So, nächste Untersuchung, das waren wohl heute. Da habe ich eben dann die Nachricht bekommen.
Ein bösartiger, schnell wachsender Hirntumor. Und jetzt wird natürlich geguckt, was kann gemacht werden. Ich meine, es ist inzwischen wohl auch so, dass er nicht nur seine linke Seite nicht mehr bewegen kann, sondern dass das Gesicht auch anfängt schief zu werden und so weiter. Also es ist erschreckend, wie schnell das innerhalb von so wenigen Tagen geht. So. Ja. Ich meine, ich weiß, ganz ehrlich, ich meine, es mag anderen auch so gehen, aber auch man fragt sich wirklich, was hat unsere Familie eigentlich ausgefressen, dass wir ständig einen Schuss vom Bug kriegen. Jetzt kommt mir nicht mit Karma. Nicht so leicht sowas. Und da er sich nicht operieren lassen will, ich würde jetzt persönlich mal davon ausgehen, da ist mit Bestrahlung oder so auch nichts zu machen. Oder nicht mehr, gerade wenn das so schnell wächst. Wie willst du das noch so flott aufhalten? Oder Chemotherapie, man weiß es nicht. Aber bösartig, ganz ehrlich, das Ding muss da raus. Wobei sie da schon gesagt haben, wenn sie es rausoperieren, ist er auch linksseitig garantiert gelähmt. Ja, da kannst du dir dann überlegen. Ich entweder lässt es rausnehmen oder... Sag mal, wenn man jetzt überlegt, wie schnell das gegangen ist, wie lange dauert es noch, bis das hinter dir? Das ist dann, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Gut, musste ich mal loswerden. Da fällt einem dann nichts ein. Da wird einem auch, ganz ehrlich, wenn man dann so dran denkt, da wird dann auch so richtig übel bei irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Gut, reden wir über was anderes. FPS, ihr seht da oben 60, 59, so in diesem Dreh rum. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gelesen. Es gibt wohl beim Euro Truck Simulator nicht wirklich eine Begrenzung. Das ist beim Landwirtschaftssimulator anders. Da ist die Begrenzung tatsächlich bei 60 FPS maximal. Und je höher du die Grafik schraubst, desto weniger wird das. Das hängt aber nicht zusammen, dass die Grafikkarte es nicht kann, sondern wirklich vom Spiel. Hier beim ETS ist es im Prinzip, denke ich mal, genauso, dass hier... Also so habe ich es zumindest gelesen, wenn man einige Einstellungen ändert, Grafik unterschraubt von der Leistung her und so weiter, dass man dann auch mehr FPS rausholen kann, Mods weniger und so weiter. Aber ich denke mal ganz ehrlich, wichtig ist, dass es nicht ruckelt, dass es einigermaßen sauber durchläuft, dass die Grafik scharf ist. Und mal ganz ehrlich... Im Video, wenn ich das da oben nicht einblenden würde, würde kein Mensch sehen, ob das mit 30 oder 60 FPS aufgenommen worden ist. Würde ich jetzt mal so behaupten. Zumal mein Videoschnittprogramm sowieso keine 60 FPS kann. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das Programm habe ich jetzt seit ein, zwei Jahren. Zwei Jahre bestimmt jetzt schon. Da kommt von Shampoo aber auch nichts Neues. Das verstehe ich nicht so ganz. Normalerweise ist immer so, dass da jährlich irgendwie eine neue Software und so kommt und hier irgendwie passiert nichts. Die andere Software habe ich mir angeguckt, das ist mir alles ehrlich gesagt alles ein bisschen kompliziert, egal ob das jetzt Magix ist. Magix zum Beispiel, auch gleichzusetzen mit dem von Adobe. Das geht performance-technisch überhaupt nicht. Dafür müsste ich noch einen wesentlich höherwertigen Rechner haben. Noch mit einem ganz anderen Prozessor und so weiter drin. Das wird nichts. Also da kannst du in der Zeit, wo der irgendwie, ich sag jetzt mal, was lädt, kannst du einen Kaffee kochen gehen. Ach, so ungefähr. So, was ist das denn hier? Achso, das ist nur ein Weg, der da reingeht. Gut. Eins verstehe ich ja. Also, warum du da mit dem grünen Scheißding da vorne, warum stehst du jetzt mitten im Weg? Kapiere ich nicht. Ich meine, du wirst doch wissen, ob du links rum willst oder rechts rum. Also ordne ich mich doch entsprechend ein, oder sehe ich das falsch? Ganz kurz gucken, haben wir hier... Ah, da ist ja Leitplanke. Aber trotzdem, ich glaube, da passen wir durch, oder?
Ach ja, habe ich so. Na ja, Gott, musst du jetzt einen Leitpfosten dran glauben? Also das raff ich nicht da, weil warum der da mitnehmen will. Aber ganz ehrlich, solche gibt es im realen Leben auch. So, guck mal, wir haben nichts kaputt gemacht. Ist das toll? Und jetzt können wir nämlich, weil der da hinten weiß, dass wir kommen. Na, guck mal, so sind wir jetzt weg. Wir stehen da immer noch. Aber solche Leute gibt es im realen Leben auch. Die stellen sich wirklich mitten drauf und wundern sich dann, wenn gehupt wird. Weil die gesamte Rechtsabbiegerspur konnte nicht fahren. Nur weil der Hayopai nicht weiß, wo er lang muss. Ja, nee, ich denke mal, wie gesagt, beim Landwirtschaftssimulator, da geht es dann offensichtlich anscheinend über die Konsole, aber da macht er auch nicht mehr als 60. Und ich denke mal, das ist auch Spiele- und Engine-bedingt. Und wie gesagt, wenn ich schon den Euro Truck Simulator fahre und ich habe eine entsprechende Grafikkarte, die es kann, fahre ich mit entsprechender hoher Grafikeinstellung. Wobei ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum die FPS-Zahl nicht höher geschraubt werden. Aber okay, solange wie es nicht ruckelt, soll es uns egal sein. Das war mit der alten Karte auf jeden Fall weniger. Da hatten wir, glaube ich, 30 oder sowas. Wenn überhaupt. Und von daher ist das hier doch ganz ordentlich. Da kann man doch mitleben. Müsste mal gucken, wie es beim Witcher aussieht. Die Karte ist auch inzwischen so eingestellt, dass die sich automatisch, also dass da eine automatische Übertaktung drin ist. Die ist also rund 80, sagenhafte 80 Megahertz, jetzt schneller als normal. Und ja. Gut, jetzt haben wir natürlich an der Kreuzung richtig Zeit verbaselt, ne? Aber ich würde sagen, die 128 Kilometer, die fahren wir trotzdem zu Ende. Ich meine, da wäre jetzt auch noch Seeweg dazwischen. Von daher, ja, guck mal da, siehst du diese grüne gestrichelte Linie, dann ist Schiff. Ich weiß allerdings eins nicht, ob. Ah, Kerl, jetzt fährst du seit 2017 den Euro Truck Simulator. Aber ich könnte dir im Moment nicht sagen, ob der Seeweg jetzt in diesem Fahrtweg, die 112 Kilometer, die da oben stehen, mit drin ist oder nicht. Ich glaube, die sind mit drin. Wir fahren nach Kopenhagen. Ne? Kopenhagen ist Hafenstadt. Ja, das werden wir entweder wahrscheinlich, wenn wir Glück haben und da steht nicht wieder irgendwo so eine Holzbutze rum, werden wir das im Hafen abladen. So wird es wohl aussehen, denke ich. So, Malcolm Group. Wie sieht's denn aus? Da ist die Textur sehr unsauber da vor uns. Ein bisschen verschwommen. Würdest du mal die, genau. Und ganz, weißt du was? Ich hänge mich nämlich gleich hier hinten dran, weil hier wird sich keiner zwischenmogeln. Guck mal, so macht man das. Nicht noch lange gucken, hinten dran hängen und weg. Mich jetzt so ein bisschen stört, dass ich nicht viel sehe, weil du vor mir fährst. Oh, hey. Mein bester Freund, ey, ganz ehrlich. Das ist mein bester Freund. Ohne Frage. Malcolm. Gut gehen lassen. Komm gut nach Hause. Tschüss. Der Mann versteht mich. Eieieiei. So, wo sind wir da hinten denn? Was ist das denn? Das ist auch bestimmt wieder ein Fotopoint, oder? Eins finde ich merkwürdig. Ich habe hinter mein Bremspedal den Thrustmaster-Gummipröppel hintergeschraubt. Jetzt habe ich noch nicht rausgekriegt, außer dass ich das Pedal nicht mehr so weit durchtreten kann, was mir das bringt. Ich
kann nicht mehr, ja, ich kann nicht mehr so weit runtertreten. Nee. Ist mich auch durch, dann ist doch. Alter, die sind alle freundlich heute, Rudi. Na? Das ist nicht toll. Eine G-Klasse, ich habe jetzt nicht hier. So, wir müssen hier rum, ja? Vorne ist der Anker. Das heißt, wir fahren hier gar nicht mal bis zum Schiff. Das ist schade. Das finde ich immer schade. So. Entschuldigung, Friedrichshafen. Jetzt gucken wir, wie viel. Nee, wir müssen nach Friedrichshafen. Ja, guck mal, da vorne ist es ja schon. Also 0 Kilometer. Das heißt, der Seeweg ist immer mit drin. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich über Abos, über Däumchen nach oben, über Kommentare. Das triggert den Algorithmus. Und da, auf der anderen Seite, ihr sollt abonnieren, nicht deabonnieren. Aber das können zum Beispiel auch Fake-Accounts sein oder sonst irgendwas. Da steckst du nicht drin. Es gibt immer ein Rauf und Runter. Und wenn man noch weit unter 1000 oder weit unter einer Million ist, oder 2 oder 3 oder sowas, also kurz vor der Weltherrschaft, dann kriegst du das natürlich intensiv mit. Ich, wenn du erstmal 6,8 Millionen oder sowas da hast, dann siehst du das gar nicht mehr, ob da einer fehlt oder nicht. Das geht den Großen so, das geht mir so und das ist bei den kleinen Kanälen wie meinem natürlich noch mehr zu sehen. Gerade wenn jetzt Fake-Accounts, jetzt Bots oder sowas gelöscht werden, die vielleicht abonniert haben. Ah, denn. Aber Bots gefällt nicht, wenn eine Antwort oder wenn Chat geprüft wird, ne? Oder es hat mal einer abonniert und der versteht mich nicht. Gut. In diesem Sinne. Ich muss mal ganz kurz was gucken, gleich, wenn wir stehen. Guck mal, das ist auch so ein Ding. Lenkrad, ne? Ohne automatische Rückstellung. Seht ihr das? Der Lenkeinschlag bleibt. Meins steht auf 1080. Und da macht man dann schon mal 1, 2, 3, 3 mal übergreifen, also 3 Umdrehungen. So, absatteln. Wir haben es natürlich ausgezeichnet gemacht, das war mir klar. Dann gucken wir noch eben ganz kurz. Genau, 3 von 14. Wir können uns schon mal die nächste Fracht raussuchen. Wir sind Friedrichshafen. Gucken wir, ob wir von hier aus Valentine's Gift fahren können. Du Scheibenhonig. Das werden wir jetzt auf gar keinen Fall tun. Da werde ich gleich offline zur Garage fahren, werde eine Runde schlafen und uns was Kürzeres raussuchen. Die letzte Tour können wir vielleicht länger machen. Müssen wir mal gucken, weil das würde dauern, definitiv. Ich bedanke mich, freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dann erstmal. Ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.